Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Tera, herzlich willkommen zurück bei Opa Helmi YouTube Clary. Ja, ich glaube, ich habe mich entschieden für den Clary und soll ich euch mal was sagen? Ich habe mich ja so aufgeregt, passt mal auf, wenn ich, P war das, wenn ich wegen den Haaren, erinnert ihr euch, wenn ich der das Kleid aussieht, guck mal, dann sieht die wieder genauso aus wie vorher. Was ist das? Das liegt am Kleid. Ich weiß nicht, warum das bei der Heilerin so ist, weil als ich die Jägerin gespielt habe, hat die ihre Haare und alles behalten. Das ist nur hier bei der Heilerin so, aber naja, war doch immer. Mir soll's recht sein. So, wir müssen nach Heroth. Das soll unser nächstes Ziel sein und dann schauen wir mal, ob wir von hier aus hier hinkommen. Ach du Scheibenkleister. Echt. Eingang zum Gefängnis, Vorposten, Tal der Bestien. Ach Gott. Wo ist denn das? Wir müssen einmal gucken, wo das ist. Hier, Kreuzung von Pyther. Was ist das? Kasidias Unterstand. Kasidias Unterstand und Heroth. Ich sehe gar nicht, wo ich hier bin. Ich bin hier. Irgendwo bin ich hier. Okay. Tal der Titanen oder wo ist das? Also Kasidias Unterstand oder Heroth. Oder, was haben wir hier noch? Sanctum Mysterium. Okay. Dann gucken wir nochmal. Sanctum Mysterium. Ah, Owens Farm. Da ist der Unterstand. Und da ist auch... Hallo, hier. Ja, seht ihr das? Hier ist ein Fragezeichen. Ein rotes. Da muss man ja nicht unbedingt sehen. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Das ist ja nicht Pflicht, dass man alles sieht. Nein, man kann auch so tun, als wenn man dann total clever und ja, kann man so tun. Aber nein, aber doch, aber nein. Naja, wie auch immer. Also, ich hätte es eigentlich schneller, einfacher finden können. Wo sind wir denn hier? Ach, hier ist aber schön. Und ruhig. Hier ist überhaupt nichts los. Nicht so wie gerade da drüben. Was ist denn hier los? Ah, hier. Heroth. Heroth ist eine Figur. Na, braucht guck. Ihr Hilfe? Niemand hat mir gesagt, dass dieser Posten Orkaner und Koboldhorden, monströse Kumas und Reißer sowie blutdurstige Kulisten bereithält. Kommt zu den Himmelshügeln. Wir hängen zusammen ab und haben Spaß, haben sie gesagt. Seht ihr da draußen diese Kontrollhinkelsteine mit den blauen Markierungen? Die Kumas können sich davon nicht fernhalten. Und die Wissenschaftler, für die ich verantwortlich bin, offensichtlich auch nicht. Einige sind einfach weggelaufen und ich kann auch nach ihnen suchen, solange wie nicht die Kumas in der Umgebung beseitigt. Solange wir nicht die Kumas in der Umgebung beseitigt haben. Sucht nach Radat, ihrem Anführer, und schaltet ihn aus. Radat. Ja, da, der hat doch wohl ein Radab. Radab. So, ich drücke immer wieder E. Ich sollte mal den Beschleunigungsdings von E runternehmen. Ich sollte E mal freilassen. Vielleicht. Was haben wir denn hier? Der sieht doch... Was ist denn mit dir? Kann ich dich so... Tufe 68. Okay, das... ja... Ja, ihr seid gestorben. 30 Minuten werdet ihr im sicheren Ort wiederbelebt. Sofortige Wiederbelebung. Ja, bitte. Ich hätte vielleicht vorher lesen sollen, was ihr für eine Stufe habt. Wieso bin ich hier? Wieso bin ich hier, wo solche Typen rumrennen? Hallo? Ist das normal? Das kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Ja. Klippen des Wahnsinns. Erstatte den Kommandantenbericht. Vielleicht sollte ich das erstmal machen. Ist auch keine schlechte Idee. Das ist
Ach, das ist hier wieder drin. Das ist hier drin. Da brauche ich ja nur diesen Rückruf machen. Ja, das mache ich. Das mache ich. Ich mache erstmal das. Ich mache mal das, was ich kann. Das war ja gerade cool eigentlich. Irgendwie aber auch nicht. So. Das ist ja mein Rückruf. Da. Ist er doch, oder? Wacht. Ja? Das ist ja der Rückruf, oder nicht? Mein Gott, ey. Was drücke ich denn da? Da, teleportiert euch nach Velika. Ja, genau. Dann macht er doch auch. 11.8. 7. 11.8. Ja. Was auch immer. Ah, oh, jetzt habe ich da eine Stunde CD drauf. Habe ich gerade noch gesehen. 60 Minuten. Okay. Auf jeden Fall wollen wir jetzt erstmal Bericht erstatten und dann können wir immer noch zurückgehen zu den Level 65ern. Das war vielleicht jetzt komisch. Ah, okay. Mal gucken, was der uns zu sagen hat. Außerdem wollte ich hier mal tauschen. F8 ist nämlich so ein Außen-F-Taste. Da wollte ich eigentlich mal das Pferd drauflegen. So. Wisst ihr? Dann kann ich nämlich hier mit dem Pferd so rumpferdeln. Ja. Oder? Oder ja, oder was? Oder wie? Oder was? So. Ja. Das ist falsch. Toll. Opa, toll, toll, toll. Ja. Wir üben noch. Wir sind ja erst zum zweiten Mal hier. So gesehen. Das muss ja irgendwo einen Durchgang gegeben haben. Nee, da ist zu. Da oben rum vielleicht. Egal. So, steigen wir ab. Wir wollen ja nicht da rein reiten, ne? Wir haben ja Stil, Klasse und all diese Dinge. Verstehst du? Mann, ich habe so viele Heilsprüche. Das ist ja unglaublich. Unglaublich. So, ich wollte auch die Heilung, die Sprüche hier nochmal eben kurz sortieren. Warte mal. Weil die gehen sowieso immer auf. Ja. Ja, die gehen also immer auf. Ach komm, mach doch keinen Scheiß. Wo sind die jetzt? Ach, ich hasse dich. Mein Char. Fertigkeiten. K. K wie Fertigkeiten. Da weiß man doch. So, ich wollte den hier auf 1 legen. Das ist dieser Wirbelwind. Und den hier wollte ich auf 2 legen. So. Und der hier, nur dass ich ihn nicht vergesse, das ist den, den ich immer aufkloppen kann. Mit der pächtigen Taste. So, jetzt. Legt Wert auf die Pflicht, nicht auf den Ehrgeiz. Genau. Gebt Acht und folgt der Anweisung. Man muss das Ganze im Auge behalten. Vertraut darauf, dass ich den Überblick habe. Ja, genau. Ich vertraue vollkommen darauf. Und ich vertraue darauf, dass ihr daran glaubt. Und du glaubst daran, dass ich glaube, dass wir wissen, dass die anderen alle falsch sind. Liegen. Und ich, oder ich versetze euch in ein eisiges Loch nördlich von Kajator. Hahaha, noch bevor ihr mögewillig mir beistehen sagen könnt. Ja, möge Wellig mir beistehen. Bin ich weg? Nö. Alles gut. Wir bewahren Stillschweigen. Aber im Deutschen bewahren wir natürlich Stillschweigen darüber. Aber Potpourri steckt in Schwierigkeiten. Konsul Douglas hat mich angewiesen, jemanden zu finden, der die Sache untersucht. Geht nach Popolion und sucht nach der Quelle dieser Störung. Aber geht kein Risiko ein. Nein, natürlich nicht. Ich greife nur 65er an. Was auch immer das Problem ist, es darf sich nicht bis nach Val Aureum oder in andere Provinzen ausbreiten. Habt ihr verstanden? Nein. Wenn man Popolion bis auf die Grundmauer niederbrennen muss, um die Bedrohung zu beenden, dann tut ihr das eben. Du bist aber, mein lieber Garnisonskommandant, du bist voll der nette Typ irgendwie.
Oder? Irgendwie nicht. Stufe 24. Klippen des Wahnsinns. Packer. Meldet euch bei Prefekt Packer in Popolion. Gut, mach ich. Dann gehen wir mal nach Popolion. Und die Himmelszüge, ja, die haben mich ja gerade sehr ernüchtert. Muss ich ja mal sagen. Ne? Hier gibt es Leute, die reiten hier einfach rein. Und wenn die Pferde hier hinmachen oder so, wie sieht denn das aus? Wir sollen das wieder wegmachen, ne? Also wirklich echte. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Was ist denn hier? Was bist du denn für einer? Okay. Ein schönes reitendes Tier. Sehr cool. Ach, ja. So. Ja, wir brauchen einen Porter, ne? Gell? Und wo haben wir einen? Wo haben wir einen? Wo haben wir einen? Na komm schon. Wo haben wir den Porter? Das ist Bank und Post. Portal. Stadtportal. Portal am Ringelplatz. Den nehmen wir. Wo ist denn der Portal am Ringelplatz? Hier muss er irgendwo sein. Hallo, Portal am Ringelplatz. Nein. Das scheint mir mehr weiter oben zu sein. Na gut, dann gehen wir einmal da hoch. Dann gehen wir einmal hier hoch. Gucken wir mal hier oben lang. Ob hier der Portal am Ringelplatz ist. So. Haha, hab ich dich. Ah ja. Teleportal der Stadt. Nein. Das ist er nicht. Ich brauche ein richtiges Portal. So ein echtes, verstehst du? Also da kommt man auch runter und da kommt man runter. Das ist ja super. Und was ist das hier? Das ist überhaupt kein Portal. Natürlich nicht. Und hier? Hier kann man nicht rüber. Toll. Und hier? Hier kann man rüber. Aua. Aua. Das hat weh getan. Toll. Jetzt muss ich immer noch das Portal finden. Ich habe immer noch kein Portal. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Ganz woanders. Mein Gott, ey. Das ist, wenn man hier null Checkung hat, weißt du? Null die Checkung. Und dann läuten auch noch pausenlos die Kirchenglocken. Und bauen Stress auf. Stresst mich ruhig. Stresst mich ruhig. Mach mich ruhig fertig. Und hier muss man gleich irgendwo jetzt. Guck mal, ja, jetzt gehe ich hier diesen Bogen. Hier rum. Und da ist ein Portal. Was ist das? Portal zu Willikas Untergrundtor. Echt jetzt? Das ist auch nicht das, was ich brauche, oder? Ich glaube nicht. Teleportation, Instanzgruppen. Nein, das ist ein Inni-Portal. Ach komm. Guck mal, da ist noch ein Portal. Teleportal der Stadt. Nein, ich brauche ein richtiges Portal. Eins, das teleportieren kann. Noch nicht so ein Stadtteleportal. Kann ja nicht wahr sein hier. Stadtportal. Hier kann man wegfliegen, genau. Hallo. Hier bin ich angekommen. Gildenverwaltung. Ne, hier bin ich angekommen. Aber das ist auch ein Stadtportal. Das ist auch ein Stadtportal. Nein. Handelsagent. Fahrender Händler. Laden für Spezialwaren. Edler Kleriker der Wiederherstellung. Rufhändler. Stadtportale. Hier gibt es nur Stadtportale und kein richtiges. Anscheinend gibt es hier gar kein richtiges. Ach, dann werden wir einfach den Pegasus nehmen. Lass uns doch mal den Pegasus nehmen. Genau. Lass uns mal nach Packer bringen. Oder nach Radat. Was auch immer. Packer oder Radat. Wir werden sehen. Guten Tag. Was ist denn?
zum Ziel begeben. Die Erinnerungen sind eine Bürde. Ja, ja. Paka oder Radat? Oh Mann, ey. Da fliegen die überhaupt nicht hin. Da ist Popolino. Doch, da geht's hin. Da, dann fliegen wir nach Popolino. Komm. Da gibt's diese berühmten Mäntel. Diese Popolino-Mäntel. Die haben immer so komische Knöpfe, die sehen aus wie so Krallen. Aber die waren früher aus Holz, aber heute sind die nur noch aus Plastik. Und die werden dann durch so große seilartige Schlaufen werden die durchgemacht und dann mache ich mal hier aus die UI, damit wir ein bisschen gucken können. Und dann dann ist der Mantel zu. Das waren so ja wie so eine Art Trachtenkleidung. Popolinmäntel. Popolinjacken, Popolinmäntel. Ja, das lange ist her. Also ist lange her sozusagen. Also ist schon lange her. Ist nicht so neu, ist lange her. So. Genug gequatscht, der dummen Dinge. Lasst uns mal gucken, dass wir hier mal was Produktives machen. Wir haben noch nichts gemacht und ich bin einmal gestorben. Aber wir haben noch nichts gemacht. Wir haben einmal Peng gemacht mit unserem Stab und dann war ich tot. Und das war's. Und das Viertelstunde gespielt. Das ist ja eine Riesenausbeute. Da hat der Opa sich ja wieder mit rumbekleckert ohne Ende. Aber ja, so kennt er ihn ja. So kennt er ihn ja. Nichts anderes, ne? Kann man da sagen. Oh, guck mal. Oh, hier ist aber auch schön. Sieht schon geil aus, ne? Diese Häuser, die so auf diesen Kraftfeldinseln gebaut wurden. Oder erst gebaut wurden und dann den Düsenantrieb gekriegt haben. Dass sie schwerelos wurden. Irgendwie sowas. Das sieht schon cool aus. Ach, warte mal gleich, mache ich die UI wieder an. Dann sehen wir sogar, wo wir sind. Dann ist toll. Aha, und da, was sag ich? Ah ja, das nenne ich mal übersichtlich. Ne? Da so, wenn es so ist. Ne, da fliegen, landen, alles super. Und hier Händler, Bank, Heiler. Noch eine Bank. Wir haben ein Gebiet, das ist wie bei uns. Mit der Optikos und mit der Beckos. So viele Banken gibt es hier. Reichswache. Aha. Verwalterin. Königliche Expeditionsoffizierin. Ja. Da müssen wir hin. Na dann. Glück auf, Herr Präfekt. Ich hab zu tun. Ja. Diese Ort zu bewachen ist keine Arbeit wie jeder andere. Nein, wir müssen stets wachsam sein und nach ungewöhnlichen Dingen Ausschau halten. Und wenn ihr einen Blick vor die Tore geworfen habt, dann wisst ihr, dass es jede Menge davon gibt. Tore? Wachsamkeiten? Blicke? Ja. Ihr seid von der Föderation? Ihr kommt genau richtig. Die schlechten Neuigkeiten, es gibt Ärger überall außerhalb von Popolino. Ist es eine Krankheit? Ein Fluch? Man munkelt von Vampirblutmagie, aber niemand weiß etwas Genaues. Gute Neuigkeiten? Nicht wirklich. Zwei Baraka-Gelehrte haben sich auf die Suche nach Antwort in die Wäldern gewagt, aber es ist sehr gefährlich da draußen. Findet Brohua im Lager im Südwesten von hier und seht, womit ihr helfen könnt. Natürlich mache ich das. So. Brohua, Alchemiehändler. Der sieht schon wirklich sehr geil aus, kann man nicht anders sagen. Also, da könnte man mal so machen. Und so. Was machst denn du da? Kannst du das mal lassen? So, dann könnte man mal ein bisschen aufscrollen, so. Mein Gott, was ein Aufwand. Und jetzt könnte man Druck. Ja. Und schon hat man ein Screenshot. Den man wahrscheinlich nie wiederfinden wird. Irgendwo in irgendwelchen Unterordnern. So, dann wollen wir mal gucken hier.
Parano-Schlucht. Jetzt müssen wir mal gucken hier, ob wir das sehen, was die für eine... Eieieiei, mach mir mal nicht das Hemden flattern. Stufe 26. Die können wir angreifen, glaube ich. Ja, die gehen. Da steht dann aber in Blau. Das ist irritiert, dass er blau ist. Oh, danke, Wache. Das hast du schön gemacht. Ich erinnere mich, hier war ich auch einmal. Ja, der ist mal weit weg. Da bringt man nichts. Komm her. Ja, komm her. Jawohl. So muss es sein. So und nie anders. Was ist das? Da ist ja was. Was ist das? Das ist ein umkämpfter Außenposten. Natürlich, das sieht man doch. Das habe ich doch sogar gewusst. Ich habe doch noch, wisst ihr noch, wie ich gesagt habe? Hey, ist das nicht ein umkämpfter Außenposten? Nein, so. Ja, da staunst du, oder? Oh, ich auch. Was hast du denn? Stufe 24? Na, immerhin. Wir erhalten was. Wir erhalten hier eine ganze Menge. Was ist denn das? Das sind doch so Grüne wieder. Das sind doch so Grüne. Ja. Genau. Ach, die Blumen sind Ruhe. Gut, dass ich heim war. Ja, der Opa kann sich gut heilen. Und ist er wieder fit für den nächsten Krampf. Eieieiei. Ich weiß gar nicht hier, ne? Ich weiß zwar, dass ich hier war. Ich weiß auch, dass ich hier geflucht habe. Aber das war's auch schon. Boah, ist das voll hier. Ne? Ja. Zack. Du bist aber schnell da, du. Was kriegt denn da? Rohmaterialien, genau. Genau. Oh, danke. Was auch immer das war. Vielen Dank. Hier bin ich hinter dir. La 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 la. So. Ich weiß gar nicht, was ich da sammle. Auf jeden Fall habe ich schon 5 von 10. Klippen des Wahnsinns. Das ist ja wahnsinnig toll. Wollte gerade sagen, kannst du mal aufhören, da nicht vorbeizulaufen? Ach, ich hasse es, wenn ich da drin stehe und da nichts treffen kann. Weil ich da drin stehe. Also Kollisionsabfragen sind manchmal Und eine Menge unsichtbare Wände gibt es hier auch. Aber ansonsten ist das wirklich ein feines Spiel. Gefällt mir gut. Muss ich echt sagen. Haben wir schon viel, viel schlechtere Spiele gespielt. Eieieiei, so geht's aber nicht, mein Freund. So nicht. Nicht mit der Opa. Gell? Na, guck mal. Hier ist ein Lager. Oh, hier gehen wir hin. Und da. Hallo? Ach, hier. Hi, du Gelehrter. Was? Ja. Ich frage mich, was diese Katastrophe ausgelöst hat. Welch niedrige Bagatellen haben wohl dazu geführt? Das sind zwar unangenehme Gedanken, aber sie sind immer noch besser, als verrückt zu werden. Eben. Endlich Hilfe von außen. Oh je, es tut uns gut, wenigstens mit jemandem zu reden, der noch bei Verstand ist. Hat meine Kollegen bereits in Mitleidenschaft gezogen, auch wenn es ihnen selbst wohl noch nicht aufgefallen ist. Wer ist dieser Bodo? Er bringt unsere Ausrüstung in ein neues Lager nordwestlich von hier. Wir vermessen das Kraftfeld aber ich will euch damit nicht langweilen. Ja. Könnt ihr etwas gegen die Gebilde unternehmen? Ja, natürlich. Die kann ich natürlich machen. Das ist ja keine Frage, die Gebilde hier. Ein bisschen Gebildung ist immer gut.
Was ist denn hier überhaupt? Ein erfahrener Händler? Noch ein Gelehrter. Gelehrte genug. Wache. Na guck. Guck mal hier. Ach hier, die muss ich auch noch machen. Hier, die sind doch... Das ist doch meine grüne Quest. Da brauche ich noch drei von. Ja. Guck dir das an. Verschenkt, ne? Weil ich drin stand. Provisionsabfrage ist sehr schrotig. Meine lieben Freunde. Ja, reit ruhig dazwischendurch. Das ist nicht kein Problem. Lalala, der war gut gemacht. Oh. Das war ein Heiler. Naja, ich kann mich auch heilen. Hier ist noch einer. Den machen wir noch. So muss es sein. Und was kriegen wir? Tüte Gummibärchen. Belohnung erhalten. Jawohl. Vielen Dank. Ich habe zwar jetzt gerade nicht gesehen, was das war, aber super. Hier sind ganz viele, die sagen. Ich sag nichts. Ich sag mal gar nichts. Ich sag mal, ich muss mal eben mich mal eben hier hinstellen. Irgendwo. Hier ist unser Lager. Hier muss ich mich mal eben hinstellen. So, und dann sage ich mal, ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei bei Opa Helmi, wenn er hier versucht, weiter sich in Popolino um die gestörten Gebilde zu kümmern. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss.